Grüß Gott, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei Songs of Six. In der nächsten Folge. Wir sind noch dabei, alles... Ja, gut, die letzten Reste hier aufzubauen, die uns noch so fehlen. Übrigens, was mir auch so eingefallen ist, so eine Kantine oder so eine Essensausgabe. Also ich habe da 4 Stück, aber das reicht ja vorne und hinten nicht. Also da mangelt es ja wahrscheinlich auch überall. Dienstleistungen, gucken wir mal kurz. Okay, Badehäuser, ganz extremer Mangel. Ah, Gästehaus. Da könnten wir auch mal ein größeres mittlerweile bauen. Wo ist das erste hier? Oh, ich habe sogar Touristen. Oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Plus 5. Okay, es sind sogar gar nicht wenig Touristen. Krass. Ja, dann werden wir uns mal ein größeres Gästehäuschen bauen, wa? Oh, den Platz. Können wir schon mal ins hier hinsetzen. Das Ding geht ja eh gleich weg. Was ist Unterhaltung? Ja. Ach, ja, können wir auch gleich mal gucken, ob wir mittlerweile mal Leute im Ruhestand haben. Warte mal, was suche ich? Ich suche kein Gästehaus. Quatsch. Also, okay, Gasthäuser werden auch benötigt. Aber was ich eigentlich suche, sind die... Ist das mit den Touristen? Heißt das beides Gasthaus? Ach, okay, das ist ja verwirrend. Okay, das heißt beides Gasthaus. Ja, ich glaube, das eine müsste Taverne heißen. Warte mal, sind... Ach ja, das sind ja so eine Dinger. Oh, perfekt. So, dann machen wir 12 Räumchen. Ja, ich muss auf jeden Fall hier die setzen. Achso, das ist auch dumm. Weil, ja, ich bin auch scheiße. Weil ich muss ja da durch. Warte mal, das ist hier Quatsch. Machen wir so. Ach, guck mal, da gibt es sogar nur noch 3. Ja gut, dann gibt es hier so ein bisschen offene Stelle. Oh Gott. Okay, 80% hätte ich gar nicht gedacht, dass es doch noch so viel wird. Ach, sind wir schon bei 100%. Perfekt. So, 100%. Sehr gut. So, dann haben wir nochmal 12 Räumchen. Ja, ressourcentechnisch alles easy. Los geht's. Ja... Dann bauen wir neben das Gasthaus, würde ich sagen, ein Gasthaus. Einfach, weil wir es auch nochmal brauchen. So, ach, da war ja auch so eine... Brauchte ich da nicht so eine Küche für? Schnickschnack. Okay. Jo, das passt auf jeden Fall. Hier würde es noch hingehen. Ach, guck mal, sind wir schon bei 100%. Perfekt. So, dann hätten wir nochmal Platz für 32. Kann sein, dass hier das erste Gasthaus gar nicht weit weg ist? Ist das nicht hier auch irgendwo stehen? Hier, ne? Nee, das ist eine Botschaft. Ach Gott, Alter. Also, sorry, ich blicke hier echt nicht mehr durch mittlerweile. Ach, wo ich es gerade gesehen habe, einen Wachposten müssen wir übrigens auch nochmal dringend bauen. Müsste bei Gesetz sein. Ja.
halt nicht, wo die anderen sind. Dann kommen wir mal hier hin. Wo ist denn hier? Da ist ein Wachposten. Ja, okay, da macht es wahrscheinlich sogar Sinn, wenn der da oben steht. Und ich denke mal, da ist einer. Da sind sogar zwei. Nee, ist hier ein Wachposten? Da ist einer. Ach stimmt, hier hinten wollte ich nochmal einen hinbauen. So. Gut, dann haben wir das auch nochmal erledigt. So, arbeitstechnisch, okay. Ach so, den Bogner wollte ich noch bauen. Vielleicht machen wir den hier hin. Da, Bogenbauer. Ach komm, scheiß drauf. Machen wir gleich einen größeren. So, Lagerhaus. Eingang können wir schon mal hier hinsetzen. Mauern. Nochmal Werkbänke, dann kommt mal eine Runde Hilfswerkbänke. Gibt's hier auch doppelt? Wunderbar. Mauern. Dann dürfte hoffentlich alles weg sein, jawohl. Und dann machen wir nochmal eine Runde Werkbänke. Ist super. 100%. Sehr schön. So, dann haben wir 38 Arbeiter, die hier nochmal sich verdingen können. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, was sagen denn die Verwaltungs... Warum habe ich denn immer noch Minus? Erklärt mir das doch mal. Wieso habe ich denn Minus, Verwalter? Sag mal, können wir das irgendwie ein bisschen steigern? Verbessertes Labor? Fortgeschrittenes Labor? Bibliothek. Ja, Mausoleum. Kann man das noch steigern? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh Gott, ein Krankenhaus müssen wir auch mal bauen. Ja, komm. Das ist, glaube ich, auch mal keine schlechte Idee. Hier haben wir sogar Platz für ein Krankenhaus. Gesundheit. So. Beten. Ach so, ja, ich müsste auf jeden Fall. Macht das Sinn? Macht Sinn. Mal gucken, ob ich hier irgendwie noch. Ja, wunderbar. Ja, ja, nein. Wie viel sind es denn? 30? Ist aber okay. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Warte mal, wir haben 30 Betten. Können wir das mal ein bisschen anders bauen? Obwohl, den hätten wir sogar lassen können. Aber gut, sind auch 30 Betten. Ja, ich finde es so wahrscheinlich sogar besser. Okay. Krankenhaus. So, 141 Obdachlose nur noch. Sehr gut. Leute, hier alle in der Fischerei noch hocken. Ja. Also das Ding könnten wir wahrscheinlich mal abreißen.
Wobei das auch 1000 produziert im Jahr. Also ist auch gar nicht mal so wenig. Wahnsinn. Jetzt habe ich jetzt auf einmal wieder 11 Kretonia. Hatte ich nicht 10? Also 2 sind ja gestorben. Ach nee. Ja, doch. Glaub, kommt hin. Kommt, glaube ich, hin. So, wo ist unser Altenheim? Sind da mittlerweile Menschen? Immer noch nicht. Was ist denn jetzt los? Untertan, die vom Thron abgeschnitten. Mann, Bruder! Ah, du bist... Komm hier, befreie dich selbst. Oh, eigentlich müsste ich ihn jämmerlich sterben lassen da hinten. So, komm. Du könntest dich übrigens selbst befreien, ne? Oh, Leute, schickt hier... Oh, nein, will gar nicht drüber reden. Das hier könnte ich übrigens auch mal alles zu Kanälen machen. Das hier vielleicht nicht. Weil da kommt man jetzt ja eh nicht mehr durch. Dann können wir das hier auch zu Wasser machen. Ach, das geht gar nicht. Jo, da ist zu tief. So, okay. Schwieriger, patienter. Export Pepper, 50%. We need money. Money, money, money. Wir sind noch bei 1,2 Millionen. Oh, fast 1,3. Gib mal hier Handel, Alter, später. Boah, die Inflation, die kickt halt auch so extrem rein, ne? 31.000. So, jetzt haben wir erstmal wieder genug Arbeiter. Die uns die Sachen aufbauen. Steht die Bognerei schon? Nein. Alter, die braucht Metall? Komm, wir importieren mal eine Runde Metalle. Da. So, hier sind es Werkzeuge und hier sind es Metalle, bitte. 408. Ich finde... Kommen wir mal 15. 30%. Und ich hätte gerne mal eine Runde Klamotten. Und zwar 50%. Ich will einmal, dass alle Klamotten kriegen. Und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwie aus eigenen Beständen das Ganze wieder auffüllen können. Weil mich würde echt mal interessieren... Alter. Also, das muss man mir erklären. Ich habe diese Jahreszeit 400 Klamotten produziert, konsumiert 300. Also ich habe einen Plus, ihr seht es ja unten, von über 100. In meinem Lager sind es 10. Gut, kann daran liegen, dass die Lagerhäuser, wo die Dinger drin sind, halt nicht hinterherkommen. Lagerhäuser, wo ist denn eins? Ja. Ah ja, hier sind doch die Klamotten drin. Warte mal, und ich würde gern auf Transport gehen. So, jetzt tragen die 100% mehr. Hier, Verwaltungsbehörde. Oh, Bombe. 10% besser. Das ist ja hoffentlich mal... Es geht einfach nicht hoch. So, da haben wir schon mal Import. Erklärt mir doch mal, warum die Verwaltungspunkte nicht hochgehen.
Okay, jetzt geht es ein bisschen hoch. Aber es ist immer noch nicht so viel, dass ich sage, yo. So hätte ich es gern. Ärgerlich. Ach, weil es mir an Papier fehlt. Das ist, glaube ich, mein Problem. Das könnte jetzt das Problem sein. Jo. Ich Hilfswerkbänke bauen? Okay, dann macht das doch durchaus Sinn, dass ich das so baue. Ach ja, das kann ich nicht machen. So, 44 Arbeiter. Weiß nicht warum, aber ich habe 1000 Steine. Steine am Start. Wo kommen die her? Ich habe 2400 Steine auf einen Schlag produziert. Aha. Okay. Ach, dann sind wir wahrscheinlich hier oben durch. Ja, ja, okay. Letzte Erklärung. Okay, gut. Ja, Metalle, die ersten sind schon mal am Start, sehr gut. Werkzeug haben wir auch noch ein bisschen, aber ich glaube Werkzeug-Import können wir jetzt langsam wieder einstellen, ne? Ist der Bogner fertig? Nee, aber die Metalle dafür sind schon mal da. Es mangelt an Möbeln. Auch so ein Posten, den wir eigentlich ganz entspannt nochmal aufarbeiten könnten. Zimmermann. Einfach nur groß. Einfach nur groß. Das große Los. Reicht das schon? Das reicht. So, 92. 100%. So 100%. Da könnte ich jetzt theoretisch sogar noch Werkbänke davor bauen, ne? Nee, weil kein Rankommen mehr wäre. Okay. Dann egal, Eingang schnell aufgebaut. Und die Zimmerei. So, dann machen wir hier bitte noch einen Transporteur hin. Für Holz. Ich habe auch Ewigkeiten keine Dekoration mehr gesetzt, ne? Was wie Fackeln und so ein Quatsch. Oh, guter Fang, sehr gut. Mal hier so zwei Mini-Fackeln bauen.
Das sollte erstmal wieder gehen. So, können wir schon mal ein neues Personal holen. Okay, da mangelt es tatsächlich nur an den Möbeln. Da mangelt es an den Möbeln. Unbedingt Papier herstellen. So, ich glaube, Metalle, den Import kann ich mir auch jetzt klemmen und Werkzeuge klemme ich mir jetzt auch wieder. So, aus. Klamotten. Habe ich schon mal Klamotten importiert? Oder sind die noch auf dem Weg? Die sind doppelt auf dem Weg. Ah, jetzt müsste die erste angekommen sein, die erste Klamottenlieferung. Hier Import. Boah, ich habe sogar schon zweimal Klamotten importiert. Verstehe ich nicht. So, sehr schön. Über 100 Schreiner. Ja, Waffen brauche ich nicht. Nee, wir stellen Möbel her. Guck mal, 75 Schreiner arbeiten hier schon. Da können wir uns die Schreinerei theoretisch sogar klemmen. Ach, der produziert Waffen. Ja, dann macht es wahrscheinlich trotzdem mehr Sinn, wenn ich hier auf Waffen übergehe. Und das Ding abreiße. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Bogenbauer jetzt auch 25, sehr gut. Wände quasi wieder weg sein? Also sind die dann wieder so wie vorher? Müsste eigentlich, ne? Ja, sehr gut. Muss er doch nochmal einen Weg setzen. Straße existiert bereits. So ein bisschen Kanal ausheben. Einfach nur, dass es wieder schöner aussieht. So, Papiermacher haben wir auch. Was ist das hier eigentlich? Warum sieht das so komisch aus? Nee, Quatsch. Ich will Wasser entfernen. Da ist eine Straße? Tatsächlich. Okay. Ja, gut. Soll passen. Also, der Bogenbauer Nummer 2 steht. Ja, machen wir, weiß ich nicht, 42. Dann steht der Zimmermann, den hatten wir ja schon. Und der Papiermichel steht. Da machen wir einfach mal eine entspannte 50 draus. So, dann können wir den kleinen theoretisch hier abreißen. Der ist dann wirklich sinnfrei. Genau, hier kommt bitte Holz rein.
brauche ich wieder unbedingt neue Arbeiter. Weil Holz haben wir eh zu viel. So, und jetzt müsste hoffentlich alles nach oben gehen. Und Hauptsache... Scheiße, die Verwaltungspunkte gehen immer noch nicht so wirklich hoch. Warum? Wird echt so viel Papier konsumiert? Ja, plus von 152. Und trotzdem habe ich nichts im Lager. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich zu wenig... Hier, guck mal, das ist alles gut. Lagerhaus 3. Da arbeiten 26 Leute. Die haben eine Arbeitsbelastung von 39%. Das ist irgendwie noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ah, guck mal. Nächste Gasthaus steht. Sehr gut. Habe ich das andere Gasthaus, also wirklich so getränkemäßig? Scheiße, wo habe ich denn das gebaut? Das hier unten? Zimmermann. Tempel des Krator. Wo habe ich denn dieses andere Gasthaus gebaut? Ach, hier. Nee, ist nicht frei. Bauer. Hier, Michel. Bin ich dumm? Wo habe ich denn das zweite Gasthaus gebaut? Oder hatte ich das einfach nur vorzubauen und habe es nie umgesetzt? Mal 1, 2. Aber sieht nicht so aus, als wenn ich es gebaut hätte, ne? Ach, finally. Danke. Wir sind wieder im Plus. Oh. Heber. Ja, irgendwann verlässt einem die Übersicht. Ach, hier ist es. Einer ist hier eingestellt. Wow. Ich habe auch leider nichts zu essen, ne? Zu trinken. Vielleicht könnten wir auch nochmal eine Brauerei setzen. Weil getreidetechnisch sind wir auch absolut im Plus. Ja, Extreme Temperatures, alles gut. Ein bisschen groß, aber ist egal. Es muss viel sein. Reicht das aus? Nee, ne? Nie im Leben. Nee. Was so bauen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Lager. Hilfskessel. Sind die größer? Nee.
Oh, perfekt. Ah, oh, perfekt, 100%. Ärgerlich mit dem Lager. Naja, okay. Nee, warte mal. Eingang hier und Eingang dort. So, Teppe haben wir genug. Ja, 3000, komplett voll. Dann sollten wir jetzt hoffentlich auch genug... Wie heißt denn das eigentlich? Ist das Bier oder was? Das heißt einfach nur Getränke. Aber es wird Bier sein, weil, ne? Getreide. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg. Gut, meine Damen und Herren, wir machen Schluss. Und sehen uns morgen noch einmal wieder zur nächsten Folge Songs of Six. Freue mich drauf. Und verabschiede mich. Bis morgen. Adios.